So, ja. So sieht's aus. Wir haben jetzt unsere Kürbisse gefunden. Nee, ich nehme einen anderen. Willkommen zu einem neuen Video auf dem Spinnenbär-Kanal. Heute sind wir noch auf dem Bahnhof Krüger und dürfen hier drehen. Wir haben auch schon ein Verstecken-Video hochgeladen. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut da unbedingt auch mal vorbei. Das verlinken wir euch am Ende. Leute, wir werden jetzt Kürbisse schnitzen. Gegeneinander. Und? Gegeneinander. Und ich würde sagen, wir dürfen uns auch den Kürbis schon aussuchen, oder? Ja, richtig. Hier gibt es nämlich so eine richtig coole Kürbispyramide. Mhm. Und da dürfen wir uns einen aussuchen. Den dürfen wir dann selber schnitzen. Und Eva und Kati machen bei DIY auch ein Kürbisschnitzduell. Da könnt ihr auch gerne nach diesem Video immer vorbeischauen. Und wir hoppen jetzt direkt mal zu den Kürbissen. Ich denke halt die ganze Zeit, einerseits großer Kürbis wäre gut, andererseits großer Kürbis schlecht, weil musst du viel machen. Aber wäre gut, weil hast du viel Platz. Ne? Ja. Das wird mein Kürbis. Ich finde den ziemlich gut. Der ist ziemlich rund. Ja. Ich habe, glaube ich, auch den perfekten gefunden. Ja, oh, der ist wirklich gut. Der ist wirklich gut. Weißt du warum? Warum? Weil der noch so ein bisschen. Der ist so an einer Seite ein bisschen niedriger. Aber ich finde, der sieht richtig gut aus. Wir haben jetzt unsere Kürbisse gefunden. Nee, ich nehme einen anderen. Das geht nicht. Du hast den ausgewählt und angehoben. Du nimmst den jetzt mit. Na gut, das wäre gegen die Regeln. Das ist hier ein Duell. Ich muss aufpassen, dass hier die Regeln eingehalten werden, Leute. Zum Kürbisschnitzduell. So, wir haben jetzt alle unsere Kürbisse ausgesucht. Wie gesagt, bei DIY-Inspiration wird auch geschnitzt. Und damit wir das jetzt nicht komplett, wie wir sonst eben alles machen, ohne Informationen, damit es nicht schief geht. Ja, damit es nicht schief geht, haben wir uns jetzt hier ganz professionelle Hilfe geholt und lassen uns das jetzt einmal erklären. Und dann könnt ihr auch direkt lernen, wie man richtig Kürbisse schnitzt. Ein professioneller Kürbisschnitzer ist heute bei uns dabei. Nein, nur der Kürbisbauer. Ich zeige das mal gerade. Der Anbauer. Genau, also der Kürbis, das erste, was gemacht werden muss, Kürbis muss ausgesucht werden, da schon mal darauf achten, dass er überall heile ist, dass er unten sozusagen auch keine faulen Stellen hat, ne, das ist immer wichtig, sonst hat man nachher die ganze Arbeit umsonst gemacht. Einmal umdrehen, der sieht sehr gut aus, klasse Kürbis. Ne? Den habe ich mir auch ausgesucht. Qualitätskontrolle bestanden sozusagen. das erste, was gemacht werden muss beim Kürbis, der Deckel muss ab. Ne? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, also gibt es sicherlich noch mehr Möglichkeiten, aber wir empfehlen so drei Möglichkeiten. Entweder macht man so eine Blume, also rundherum so Blümchen anzeichnen, mögen Mädchen ganz gerne. Oder macht einen Stern rein, weil es optisch schöner aussieht, also so Zacken reinschneiden, die Zacken nicht zu klein machen, dann brechen die ab. Oder macht einfach rundherum den Rundschnitt, dann darauf achten, dass man ein bisschen schräg ansticht und anschneidet, dass der Deckel auch liegen bleibt, der muss ja abends wieder drauf. Wenn man jetzt gerade den rundherum nur einmal sägen würde, dann würde natürlich plumps der Deckel in den Kürbis reinfallen. Das wäre ja nicht erwünscht. Ja. Ne? Wenn das dann hat, der Deckel ab ist, dann haben wir hier so einen Schäufelschnitt, da habe ich hier hingelegt, genau, dies hier. Damit kratzt man das, wird man später vielleicht im Video auch noch sehen, bis auf dieses feste, helle Fleisch aus den ganzen Kürbis. Von innen wird alles rausgeholt. Das kommt natürlich in die Tonnen da unten rein, die unter dem Tisch stehen hier. Schmeißt das nicht durch die Gegend. wenn man das, ja, kann man auch machen, aber besser, ich finde es besser, wenn es in die Tonne kommt, muss ich sagen. Ne? Wenn das dann fertig ist, dann kümmern wir uns erst um das Gesicht. Da hat der Kürbis natürlich auch immer eine schöne Seite. Also das wäre, finde ich, jetzt ist also die schönere Seite meiner Meinung nach, wo man das Gesicht reinmachen sollte. Das wäre die Liegefläche, wo er drauf gewachsen ist. Also so wäre er auf der Erde gewachsen. Ne? Mhm. Nicht so schöne Seite. Mama kann man aber auch das auch so machen, dass man hier die Augen reinmacht und das als Nase nimmt, den Docht. Muss man mal gucken, das gibt es auch die Möglichkeit. Ne? Das wäre vielleicht bei dir. Muss man einfach mal individuell immer selbst entscheiden und gucken. Dafür sind die Stifte da. Man sollte auch beim Rausholen der Innereien darauf achten, dass die Seite, wo ich anzeichnen möchte, dass sie trocken bleibt. Weil die Stifte malen, also die untere Stifte malen, das sind ja abwaschbare Stifte, nicht mehr auf den nassen. Ne? Okay. Ja, wenn man das dann hat und das Gesicht dann entweder frei Schnauze oder einfach googeln, im Internet gibt es jede Menge Vorlagen oder wir haben auch Vorlagen hier rumliegen. Künstlerische Freiheit, also da ist jeder sich selbst überlassen. Dann kann man den Kürbis auch abwaschen zum Ende nochmal, dass er schön glänzt abends. Wichtig ist immer sofort an dem gleichen Tag abends die Kerze rein in so ein Glas, in so ein Teelicht. Warum? Weil, gut, der Kürbis bei dem warmen Wetter, wir haben es im Winter relativ warm, fängt er an schon zu faulen, sobald er aufgeschnitten worden ist, also hält maximal 3-4 Tage. Und durch die Kerze machen wir innen drin den schon trocken und dadurch kann man eine kleine Verlängerung sozusagen erreichen. Okay. Ohne jetzt groß irgendwie Chemie einsetzen zu müssen. Es gibt immer sicherlich Möglichkeiten, den Kürbis haltbarer zu machen, aber ist alles natürlich nicht optimal oder nicht, nicht sinnvoll, muss man sagen. Ne? Okay, das klingt auf jeden Fall sehr gut. Ja. Ja, vielen Dank. Ja, das kriegen wir hin. Dafür nicht. Okay. Ja. Das andere liegt an euch jetzt. Ne? Genau. Vielen lieben Dank. Wir starten dann mal und hoffen, dass unsere Kürbisse richtig cool werden. Und ich mache das fertig, Claudio. Hey, wir fangen jetzt an. Claudio,
Ich fühl mich gut vorbereitet. Ich auch. Du hast hier Vorlagen angeguckt. Na, hör auf abzugucken bei ich den guck beiden. Ich guck nicht da. Nee, warte mal. Erst mal malen. Okay, schneid dir auch die Deckel ab. Ich bin hab ich über Deckel auch schon vorgemalt, oder? Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir. Malen wir überhaupt nicht vor. Dann hast du das Geld, die wollen überhaupt nicht. Die lassen sich das jetzt hier einfach erklären, damit sie es dann einfach nicht machen, ne? Wahnsinn. Nee, die brauchen das einfach anscheinend nicht. Das ist einfach Team DIY. Oh. Ich hab den Deckel ab. Ich auch. Wow. Was ist denn? Wow. Die haben jetzt schon den Deckel ab? Ich hab noch nicht mal aufgemalt. Wir brauchen die Schaufel. Ich glaube, wir sind einfach extrem langsam, Claudio. Ja, das stimmt. Du machst das Sternchen. Ich hab schon den Deckel ab. Was machst du? Ich mach eine Blume. Ich benutze keine Schaufel. Das ist ja echt anstrengend. Hä, bei dir sieht so voll einfach aus. Das macht richtig Spaß. Oh nein, ich hab das richtig Spaß. Ja, es geht. Claudio, hast du auch so viel Spaß wie wir? Ja. Hast du noch nie einen Kürbis geschnitzt? Bist du ein bisschen neidisch, René, dass du nicht mitmachen ja, kannst? Nee, wenn ich mir das so ansehe, wie das da bei euch klappt, nee, finde ich nicht. Ey. Bin ich ganz froh, was ich hier gerade mache. René, bist du dankbar für dich, dass du nicht mitschnitzen darfst? Hab ich noch gerade gefragt. Ach so. Ich kann es aber gerne nochmal für dich wiederholen, wenn ich das so sehe, wie ihr euch hier abkrampft. Gefällt es mir gerade ganz gut. Es gibt doch nichts Besseres bei so schönem Herbstwetter als einen Kürbis zu schnitzen. In T-Shirt. Und hier richtig schön, guck mal, hier rein zu greifen. Stell dir mal vor, jetzt noch einen Tee. Ich habe eine sternförmige Blume gemacht. Wie macht ihr das denn alle? Warum bin ja, die haben das schon mal gemacht. Was ich mache, so überdurchschnittlich langsam? Doch, bei DIY hast du das bestimmt gemacht. Es gibt Beweisvideos davon, wie ich das schon mal ja, gemacht habe. Ja, bei Kathi hat Hokkaido-Kürbisse Habt ihr schon mal einen Hokkaido-Kürbis geschnitzt? Ja, das ist sehr schwierig. Das sollte man nicht tun. René, schau mal. Hat danach keine Lust. Ziemlich gut, oder? Zum Essen, nicht zum Schnitzen. Man, die fühlen sich richtig weich an. Arbeitet so flauschig irgendwie. Squishy-Kürbis. Squishy. Das ist ein Squishy-Kürbis. Also wir haben heute zum Beispiel richtig gutes Wetter. Aber wenn jetzt heute zum Beispiel so Mistwetter wäre, wäre das schon wieder eine andere Geschichte. Das stimmt. Aber man kann auch bei schlechtem Wetter hier auf dem Spargelhof Kürbisse schnitzen, weil es gibt hier nämlich eine super große Scheune, wo man auch drinnen Kürbisse schnitzen kann. Die hat man ja das heißt, es ist nicht wetterabhängig. Ich weiß gar nicht, wie er richtig drauf muss. So. Oh, das fühlt sich natürlich schon geiler, wenn man das da so draufsteckt und das passt einfach perfekt. Ja. Eieieiei. Muss das überhaupt alles ab, was ich nö. Freunde, wenn ihr gerade René sehen könntet, so sein 1,90 bückt er sich gerade unter den kleinen Tisch. Ich muss das mal kurz zeigen. Ich zeig das mal. Aber ich habe Gummistiefel an, ich fühle mich wohl. So sieht das von innen aus. Also der ist recht hohl, wie man sehen kann. Die sind extra dafür gezüchtet, dass man die schnitzt. Genau so. Und wir höhlen die jetzt quasi einmal komplett aus, damit es nicht so schnell schimmelt. Ja, ich bin für alle da. Nein. Weil wir haben das schon komplett ausgehöhlt, Eva und ich. Kannst du gerne mal hier reinfilmen? Mhm. Wir sind einfach einen Schritt weiter. Ui, ja okay, das hat sich natürlich auch ein gutes Stück mehr gefüllt als das Ding da vorne. Freunde, ich habe schon gesagt, es ist richtig schwierig, den auszuhöhlen, oder? Danja, wie geht's dir? Das ist halt wirklich hier so Spaghetti-artig. Ne? Ich so sehr, sehr schmale Streifen oder Stränge. Und die muss man natürlich dann alle rausfummeln. Das ist schon nicht ganz ohne. Aber es macht echt verdammt viel Spaß. Ja. Es macht so viel Spaß. Und es ist hier halt auch einfach gerade super schön. Die Sonne scheint. Wir stehen hier draußen an der frischen Luft. Das passiert uns ja auch selten. So richtig schöne Atmosphäre hier auf dem Hof. Und es passt einfach ganz wunderbar. Also ihr könnt hier auch super gerne mal vorbeischauen. Das ist wirklich schön hier. Ja, Freunde. Ich muss sagen, es sieht schon richtig gut aus von innen, oder? Danja, bei dir? Ja, es sieht gut aus bei mir. Claudio und Danja, ich hoffe, was passiert. Ja, Ups. Das war's mal mit den Zähnchen. Also bei mir sieht es so aus. Ich habe hier unten schon so eine Stelle. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich wahrscheinlich nicht. Ich überlege, ob ich das halt rausschneide. Wahrscheinlich schon. Aber der Deckel passt perfekt drauf. Das ist schon mal gut. Das heißt, das habe ich schon mal ordentlich gemacht. Okay, also ich habe mich jetzt dafür entschieden, die Seite hier zu nehmen. Auch wenn die so ein bisschen kaputt ist. Aber mein Kürbis hat halt ein bisschen Hautprobleme. Das ist okay. Ich kann mich damit identifizieren. Und ich habe jetzt hier so zwei Zähnchen reingepackt und hier unten nochmal zwei Zähnchen. Und ich hoffe einfach, dass es hält und dass es dann gut aussieht. Weil bei Kathi sind nämlich die Zähnchen gerade schon abgefallen, das hoffe ich, dass es bei mir nicht passiert. Wie sieht es bei dir aus, Claudio? Ich bin jetzt gleich mit dem Mund fertig, das könnt ihr mal gleich schauen. So, jetzt müsste es durch sein und wir greifen einmal durch. So, ja, so sieht's aus. René, ist das etwa okay? Finde ich gut. Ja, oder? Ziemlich große Beißer, ne? Der kann ordentlich was essen. Ja, ist ein relativ großer Mund, aber ich finde trotzdem, hey, ihr beiden. Es wirkt sehr gelungen. Hallöchen. Oh, hi.
Na, wie sieht's aus bei euch? Ich bin fertig. Du bist fertig? Hier war auch gerade eine Katze. Da musste ich natürlich erstmal ganz kurz ein Häuschen einlegen und die Katze begrüßen. Ja, und sie ist weggelaufen. Und sie ist weggelaufen. Die hatte keinen Bock auf mich. Die Reaktion gibt's auch übrigens immer von mir, wenn Danja mich sieht. Ich laufe mal weg. Was? Echt jetzt? Nein, das war ein Scherz. Meinst du das ernst? Nein, das war ein Scherz. René, was sagst du zu den Augen? Ey, für das erste Mal? Süß. Der ist groß, ich habe mich dabei an dich gedacht. Das ist schon süßer. Ja, ich habe dabei an dich gedacht. Deswegen ist er ja auch süß. Nein, der ist gruselig. Okay, wir sind fertig. Ja. Also sind beide recht stolz auf unseren Kürbis, oder? Ich muss sagen, beide sind gut geworden. Ja, sie haben... Gott sei Dank müssen wir uns beide nicht entscheiden. Das ist richtig. René, Eva und Kathi werden nämlich entscheiden, welcher von unseren Kürbissen besser ist. Bei Kathi und bei Eva gab es auch ein DIY-Duell. Und da werden wir dann entscheiden, welcher Kürbis gewonnen hat. Ich muss zu meinem kurz sagen, ich habe mit Absicht diese Seite genommen, weil ich finde, das ist ein bisschen ein rustikalerer Kürbis. Der hat schon ein bisschen was erlebt in seinem Leben. Der hat hier auch eine Narbe in den Augenbrauen. Und ich bin, glaube ich, auch die Einzige, die Augenbrauen gemacht hat bei dem Kürbis. Und er hat hier so zwei Vampirzähnchen und hier unten auch zwei Vampirzähnchen. Und ich habe eine Blumenöffnung gemacht. Das hier ist Jeffrey, der Kürbis. Jeffrey geht's eigentlich ganz gut. Und dafür, dass wir es beide zum ersten Mal, glaube ich, gemacht haben, bin ich stolz auf uns beide. Mehr ist bei mir gar nicht zu sagen. So, Freunde, wir kommen jetzt aber zur Bewertung, oder? Ja. Bewertet mal los. Also ich muss sagen, ich gebe meinen Punkt an Claudio. Ich finde beide super schön, aber ich finde den von Claudio, der ist so cool geworden. Also mit diesen großen Augen, mit diesem großen Mund. Vielen Dank. Der Kürbis an sich ist halt auch ein sehr, sehr schöner Kürbis. Sehr gut ausgewählt. Ja. Dann können wir bei Eva weitermachen. Und René muss dann entscheiden, wer gewinnt. Naja, außer du entscheidest jetzt auch für Claudio. Also ich kann jetzt schon mal sagen, meine Entscheidung steht felsenfest, weil ich mich entschieden habe. Mein Punkt geht an Danja. Oh. Dankeschön, Eva, das ist sehr lieb. Und der Gewinner wird jetzt vom Rennen entschieden. Ich habe ja gerade schon gesagt, meine Entscheidung stand eigentlich schon vorher fest. Ja. Das heißt, sie wird nicht davon beeinflusst, dass ich jetzt der entscheidende Faktor bin. Also ihr habt beide das wirklich sehr, sehr gut gemacht, das muss ich echt sagen. Ja. Ich fand aber Danja ist noch etwas besser, weil der einfach so ein bisschen mehr Besonderheiten hier hatte. Also die Augenbrauen und diese eckigen Augen. Claudio, und guck das mir ist so ein bisschen. Claudio, guck mich mal an. Claudio, nicht weinen. Bitte guck mich an, bitte. Bitte. Es tut mir Claudio, leid. Komm du, ich will dich trösten. Umarm mal deinen Kürbis, das kann helfen. Damit habe ich heute das Kürbisschnitzel gewonnen. Aber und Claudio hat eine Freundin verloren, aber einen neuen Freund gewonnen. Aber ich finde, es hat heute echt viel Spaß gemacht. Leute, wie gesagt, wir sind heute auf dem Spargelhof in Brackwede. Schaut unbedingt mal unten in der Infobox vorbei. Da könnt ihr vielleicht auch mal vorbeischauen. Macht wirklich super viel Spaß hier. Oder schnitzt einfach auch mal einen Kürbis. Schickt uns gerne Fotos davon bei Instagram. Würde uns sehr freuen. Wenn es euch heute wieder Spaß gemacht hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.